Also, liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens, ich möchte euch heute in die Entwicklung etwas einweihen, wie es von Hartz IV zum Bürgergeld kam und wie man eigentlich hätte in dieser Zeit der politischen Auseinandersetzung um Hartz IV schon längst diese sogenannte Grundsicherung für Arbeitssuchende in Richtung Grundeinkommen vorantreiben können. Wie ihr euch erinnert, gab es ja auch heftige Debatten, was das Bürgergeld, das sogenannte Bürgergeld betraf, was die Ausgestaltung war. Ihr könnt euch an die Lohnabstandsdebatte erinnern, ihr könnt euch an bestimmte Sperrminoritäten oder Majoritäten erinnern im Bundesrat und was dann rausgekommen ist. Alles dies möchte ich noch mal kurz darlegen, noch mal verdeutlichen, weil für viele das, die ganze Entwicklung doch ein Buch mit sieben Siegeln war. Wir beginnen wie immer mit der Definition des Grundeinkommens. Ist euch bekannt, ein Grundeinkommen mit den bekannten vier Kriterien, brauche ich nicht weiter hier darlegen. Wichtig ist für alle Menschen gedacht, existenzsicher und Teilhabe ermöglichend. Es soll entweder einen Rechtsanspruch auf das Grundeinkommen geben, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne einen Zwang zu arbeiten, zur Gegenleistung garantiert werden. Das ist euch bekannt. Hier nochmal der Unterschied zwischen Grundsicherung und Grundeinkommen. Das wird euch in vielen Diskussionen auch vorkommen, dass die Leute die Begriffe durcheinander hauen. Und da muss man schon ganz deutlich sagen, was eben der Unterschied ist. Klar, Grundsicherung nur für Bedürftige ist logischerweise dann bedürftigkeitsgeprüft über irgendeine Sozialadministration. Das heißt, Einkommen, Vermögen werden überprüft. Es gibt eine Bedarfsgemeinschaft, einen Haushaltsbezug, was diese Prüfung auch betrifft, gibt einen Zwang zur Arbeit und Gegenleistung, auch jetzt noch bei Hartz V, Klammer auf, Klammer zu, Bürgergeld, und ist nicht Existenz- und Teilhabesicherung. Das Grundeinkommen ist faktisch von diesen Kriterien genau das Gegenteil. Aber das hieß jetzt Eulen nach Athen tragen. Bevor wir dann weitergehen in die Entwicklung, was ist eigentlich politisch da passiert bei der Ausgestaltung des Bürgergelds, vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, wofür der Bürgergeldbegriff bereits schon in Deutschland genutzt worden ist. Nämlich vollkommen unterschiedlich. Es gibt einen gewissen Joachim Mitschke, Wirtschaftsprofessor, der schon seit den 90er Jahren, aber dann auch 2004, nochmal ein Bürgergeld stark machte. Das war eine Art negative Einkommenssteuer, die für alle Personen, die mindestens 2 Jahre in Deutschland unterbrochen wohnten, sein sollte. Es sollte individuell garantiert sein, außer bei zusammenlebenden Ehepaaren. Ohne eine Bedürftigkeitsprüfung in der Sozialadministration daherkommen, war aber verbunden auch mit Sanktionen und Zwang zur Arbeit, also insofern auch nicht in die Richtung Grundeinkommen gehend und hatte die Höhe der Sozialhilfe, so war das von ihm gedacht. Es war damals auch kein Mindestlohn angedacht bei Herrn Mitschke, deswegen hätte es einen Kombilohneffekt gehabt. Dann erinnert ihr euch sicher an diesen Begriff solidarisches Bürgergeld von Dieter Althaus, Ministerpräsident ehemals. Er hatte ein partielles Grundeinkommen, also unter dem Sozialhilfe- und Grundsicherungsniveau sogar noch liegendes Bürgergeld vorgeschlagen, auch als negative Einkommenssteuer, sollte für alle deutsche Bürgerinnen und Bürger sein, die eine Daueraufenthaltsgenehmigung haben, individuell garantiert sollte es sein, ohne Bedürftigkeitsprüfung und bei ihm, das war das Spannende, ohne Sanktionen und Arbeitszwang daherkommen. Das war einer der wenigen der CDU, der sich in die Richtung Grundeinkommen bewegte, also ein partielles Grundeinkommen als negative Einkommenssteuer. Der nannte das solidarisches Bürgergeld. Dann hat die FDP schon jahrelang ein sogenanntes liberales Bürgergeld vorgeschlagen, auch eine negative Einkommenssteuer, aber wieder bezogen auf die Einkommenvermögen auch der Bedarfsgemeinschaft mit dem Arbeitszwang. Also sie wollten immer Sanktionen beibehalten und sollte die Höhe der Sozialhilfe bzw. eben der Grundsicherung für Arbeitssuchende haben. Sie wollten aber höhere Freibeträge für Menschen, die Erwerbseinkommen hatten. Es war auch kein Mindestlohn angedacht, deswegen auch in Richtung Kombilohn sollte es gehen. Und hier vielleicht nochmal, was ist Kombilohn? Kombilohn ist dann, wenn reguläre Arbeitsentgelte, die zu niedrig sind, durch staatliche Transfers aufgestockt werden. Also es ging darum, Niedriglohnsektor durch Steuermittel faktisch noch nachzufinanzieren, dass die Leute in etwa auf dem halbwegs existenzsicheren Gesamteinkommen kommen. Das ist der Begriff Kombilohn. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich einen ordentlichen Lohn habe, ob jetzt Mindestlöhne, die ja eigentlich Niedriglöhne abschaffen sollen, und dann Grundeinkommen habe, habe ich de facto keine Kombilohnen mehr, weil ich habe eben keine niedrigen Erwerbseinkommen. Das als Hintergrund nur zum Begriff. Dann gab es einen Ulrich Beck, sicher auch bekannt hier darunter, Soziologe aus München. Der hat bereits bei der Zukunftskommission der Freistaaten Bayern-Sachsen dafür plädiert, später dann auch in vielen seiner Schriften, für ein Bürgergeld. Das sollte eine Lohnersatzleistung sein, auf Höhe der Sozialhilfe für Menschen, die erwerbslos sind und die sich bürgerschaftlich engagieren. Und die sollten anstelle von Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe damals noch ebenso ein sogenanntes Bürgergeld bekommen. Hatte eigentlich auch nichts mit dem Grundeinkommen zu tun. Es war eine Leistung für eine Gegenleistung.
wurde auch als Bürgergeld von ihm bezeichnet. Und dann gab es noch Wolfgang Engler, Rektor der Filmhochschule in Potsdam. Der hat ein Grundeinkommen als Sozialdividende deklariert und er sagte, es darf an keinerlei Bedingungen geknüpft werden, soll ausreichend existenzsichernd sein und es anerkennt den Menschen, den bedürftigen Menschen, der also Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Partizipationsmöglichkeiten braucht, im Bürger sozusagen, deswegen hat er das Bürgergeld genannt, also für den sich in die Gesellschaft einbringenden Menschen bedarf es einer bedingungslosen Absicherung. Auch der hat das Bürgergeld genannt. Also das sind so einige Begriffe, die uns untergekommen sind, bis dann es eine Koalitionsvereinbarung gab zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, die sagten, wir wollen sowas wie Bürgergeld einführen. Wir wollen Hartz IV abschaffen und wollen dafür ein Bürgergeld einführen. Es sollten bestimmte Änderungen bei Hartz IV vorgenommen werden, also bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Im Übrigen sind dann auch Änderungen im SGB 12, also 12. Buch, Sozialgesetzbuch, vorgenommen worden. Und das sind mal so die grundlegenden Merkmale, Eckpunkte dieses Bürgergelds. Es geht darum, dass weiterhin nur Staatsbürger in Anspruch haben, nicht EU-Ausländer und auf Arbeitssuche. Asylbewerber bekommen weiterhin nur Asylbewerberleistungen, also es ist nicht für alle in Deutschland gedacht. Es bleibt weiterhin beim sogenannten Haushaltbezug und Bedarfsgemeinschaftsprüfung, natürlich als bedürftigkeitsgeprüfte Leistung. Ich sage dann dazu, was da verändert worden ist. Es soll weiterhin einen Arbeitszwang und Sanktionen geben und es hat ein de facto ein Grundsicherungs- und Sozialhilfeniveau. Also schon diese Kriterien sagen uns, hat mit dem Grundeinkommen nichts zu tun. Die ganze Debatte, die wir ja, das geht ja in Richtung oder ist vielleicht sogar schon Grundeinkommen, waren alles Schall und Rauch, um das zu verhindern. Das ist dann nochmal die Quintessenz, ist kein Grundeinkommen, weil, sicherlich die Existenz bleibt eine Bedarfsgemeinschaftsprüfung, also nicht individuell, ist bedürftigkeitsgeprüft, gibt einen Zwang zur Arbeit und es gibt natürlich einige Veränderungen bezüglich Hartz IV. Ich nenne das Bürgergeld prinzipiell nur noch Hartz V. Um auch so ein bisschen dieser Etikettenschwindelei entgegenzutreten, das ist eine Veränderung von Hartz IV, definitiv, kommen wir dann gleich nochmal drauf hin zurück. Aber hat mit Bürgergeld, egal in welchen anderen Formen es bisher gebraucht, genannt worden ist, erstmal nichts zu tun. Politik läuft so, dass man versucht, aus einer Misere rauszukommen. Die Misere war klar für Bündnis 90 Grünen und SPD. Wir haben Hartz IV verbrockt und wir wollen ein bisschen was anderes machen. Und da müssen wir am besten auch eine neue Etikette draufkleben. Also auf den alten Wein, den versuchen mit neuen Schläuchen zu transportieren und zu tun, als ob was besonders Besseres rausgekommen wäre. Das Hartz V ist weiterhin Arm- und Ausgrenzung per Gesetz. Ich bringe da noch andere Zahlen dazu. Es ist zwar erhöht worden um die 53 Euro, wie ihr wisst, aber das war nichts weiter als ein faktischer Ausgleich für die Inflation. Der hätte so und so stattfinden müssen, ne? Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist so eng gestrickt, die Regelsätze von Hartz IV, die müssen, wenn bestimmte Steigerungen in den Preisen stattfinden, die den Regelbedarf betreffen, muss dann so eine Anpassung stattfinden. Und das war nichts weiter als das. Es war kein Goodwill der Bundesregierung, von wem auch immer, sondern es war nicht so das, was sie eh hätten machen müssen, aufgrund der bekannten Inflation. Zur Armutslücke komme ich dann noch. Hier vielleicht nochmal so verschiedene Zugänge, wie könnte man in Deutschland überhaupt so etwas wie die Existenz- und Teilhabesicherung von der Höhe monetär bemessen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt vom DIW, Deutsches Institut Wirtschaftsforschung, im Rahmen des sozioökonomischen Panels Mindesteinkommensbefragung. Da werden Menschen gefragt, wie viel brauchst du unbedingt, um halbwegs gut zu leben? Und da kam dann 2017 diese Zahl 1467 raus. Von Armut Betroffene wurden vom Bundesministerium Arbeit und Soziales gefragt, wie viel Geld braucht ihr? Das war 2015, 1200 unter den Auslosungsteilnehmern, mein Grundeinkommen, ne, diese Auslosung wurde eine Umfrage mal gemacht, wie hoch müsste das Grundeinkommen aus eurer Sicht sein, 2019, 1256. Dann gibt es sowas wie ein Existenzminimum für Menschen, die BAföG in Anspruch genommen haben, das als Darlehen bekommen haben, Hälfte muss man zurückzahlen, ihr wisst, ihr kennt das. Und diese Rückzahlungsbefreiung, ab wann man eben nicht rückzahlen mehr muss, weil man unter dieser Summe liegt, diese Summe beträgt 1605, das ist sozusagen das gedachte Minimum, was die Leute haben müssen. Und wenn sie darunter liegen, dann werden sie erst wieder an der Rückzahlungspflicht beteiligt sozusagen. Dann gibt es die Armutsgrenzen, auf die gehe ich dann nochmal ein. Was Hochrechnungen auf dieses Jahr betrifft, käme man zwischen 1300 und 1500 Euro in etwa, was die Armutsgrenze für Alleinstehende wäre. Und dann gibt es noch diese bekannte Pfändungsfreigrenze, kennt ihr auch.
wenn man verschuldet ist und gepfändet werden soll, darf man unter bestimmtes Niveau nicht gepfändet werden von dem Einkommen her. Das sind 1340. Und hier gleich zum Vergleich. Was bringt Hartz IV im Durchschnitt im Jahr 2023? Setzt sie zusammen aus dem Regelsatz 502 Euro plus ca. 2022, aktuelle Zahlen habe ich nicht, 425 im Durchschnitt Kosten der Unterkunft und Heizung ergibt 927 Euro. Das ist der Durchschnitt. Und das ist natürlich unterschiedlich. In Eisenach liegen die Kosten der Unterkunft und Heizung, die Angemessenheitskriterien, anders als in München. In München gehen sie in die Richtung 800 Euro. Von Alleinstehenden wohlgemerkt, in die Richtung. Ne? Das ist also der Durchschnitt. Dann gibt es ja die Alternativberechnung von der Parität zum Beispiel. Die sagen, eigentlich müsste der Regelbedarf bei 725 Euro liegen. Nehme ich diese Zahl dazu, komme ich eigentlich auf 1150. Wäre dann der Durchschnitt. Und dann hat die Parität sogar noch Menschen befragt. Was schätzt ihr, was man mindestens braucht? Und dann sagten die, Regelbedarf 811 Euro. Nehme ich wieder 425 als Durchschnitt dazu, käme man auf diese Zahl. Da rutscht man so langsam in die Richtung der Armutsgrenzen auf gut Deutsch. Na, und wir sind heute im Durchschnitt wohlgemerkt hier. Das sind die 400, 500 Euro Unterschied zu den Armutsgrenzen, die ich euch hier nochmal mitgebracht habe. Relativ aktuell nicht diese Zahlen, sondern diese Hochrechnung. Die Auswertung von diesen verschiedenen Befragungen über Einkommen und Vermögen etc., die man zur Verfügung hat, netto immer wohlgemerkt, immer auf den Alleinstehenden bezogen, liegen immer eine Weile zurück, ehe die faktisch dann so weit ausgewertet sind, also die Erhebungen liegen länger zurück, ehe die ausgewertet sind, dauert 2 bis 3 Jahre, kommt drauf an, was es ist. Die werden nur alle 5 Jahre erhoben, die jährlich. Das sind die letzten ordentlich verfügbaren Zahlen. Das sieht man schon, die EVS lag damals die Armutsgrenze nach EU-Standard, alles nach EU-Standard, bei 1.364 Euro, beim sozioökonomischen Panel 1.266, bei der europäischen EU-Silk quasi 1.200. Und wenn man die hochrechnet, die Hochrechnung ist natürlich ein Schätzungswert, das ist ganz klar, auf das Jahr 2023, dann habe ich vom Prinzip immer die Werte genommen, was diese Armutsgrenze jährlich gestiegen ist und dann so ein Mittel gebildet. Wie gesagt, grob geschätzt, kommt aber in der Regel raus, mache ich schon 10 Jahre lang, passt in der Regel immer, sieht man, was eigentlich an Armutsgrenzen entsprechend dieser verschiedenen Quellen herauskommen würde. Deswegen habe ich vorhin 1.300 bis 1.500 geschrieben. Das sind etwa die Höhen, was jetzt relativ Einkommensarmut für einen Single netto betreffen würde. Ich bin ein Freund davon, sich, wenn man über Höhen des Grundeinkommens einigen möchte, in die Richtung Armutsrisikogrenze zu gehen. Ist ja auch ein erklärtes Ziel der EU, diese Einkommensarmut abzuschaffen. Also nicht Existenz- und Teilhabe sichern, weit unter der Armutsgrenze, weit unter anderen Bestimmungsmöglichkeiten von Existenz- und Teilhabeminimum, also zu niedrig. Zweiter Punkt, Hartz IV, weiterhin eine Bedarfsgemeinschaftsregelung. Es gibt keinen individuellen Rechtsanspruch. Es gibt zum Beispiel auch weiterhin diese grundrechtsproblematische sozialrechtliche Unterhaltskonstellation. Ganz einfach erklärt, ich ziehe einer Frau, die hat ein Kind vom anderen Mann. Irgendwann falle ich mit der an die Bedarfsgemeinschaft nach einem Jahr. Wird es angenommen, dass wir zusammen wirtschaften, weil wir zusammen leben. Dann bezahle ich mit meinem Einkommen für das Kind mit. Sie kriegt noch vom leiblichen Vater das Kind noch Geld, aber ich werde mit für die Existenzsicherung des Kindes herangenommen. Das ist neben der BGB, Bürgergesetzbuch, Unterhaltskonstruktion, die wir kennen, Unterhaltsverpflichtend, faktisch noch über Sozialrecht eine eingeführte Unterhaltskonstruktion. Aus meiner Sicht grundrechtlich hochproblematisch, hat noch keiner geklagt, müsste eigentlich kommen. Bleibt aber Bedarfsgemeinschaftsprinzip. Es gibt weiter eine Bedürftigkeitsprüfung. Das waren übrigens die ersten Ansätze, die Koalition gebracht hat, die sie auch im Deutschen Bundestag eingebracht haben. Höhere Vermögensfreibeträge, es sollte eine Karenzzeit geben, wo man 60.000 bis 30.000 Euro haben könnte, 30.000 für den Partner, Partnerin, danach 15.000. In dieser Zeit durften die 60.000 nicht angegriffen werden. Veränderte Freibeträge, nämlich in der Spanne von 520 bis 1.000 Euro bei Erwerbseinkommen, gab es nur einen Abzug von 30%, der gegengerechnet worden ist. Das 520 liegt daran, das ist die neue Minijob-Regelung, die Grenze, ne? Die Höhe. Man wollte also Minijobs quasi ein Stück anreizen, über Minijob Geld zu bekommen. Deswegen hier an dieser Stelle ein leichter Bruch gegenüber vorherigen Regelungen. Ferienjobs, das ist auf jeden Fall begrüßenswert von Kindern, blieben anrechnungsfrei. Also fliegen aus der Bedürftigkeitsprüfung heraus, wurden also nicht mit angerechnet und minimierten die Hartz-IV-Leistung. Und es sollte in der Karenzzeit
auch 2 Jahre die Erstattung tatsächlicher Kosten der Unterkunft und Heizung geben. Tatsächlich. Da weiß man schon auch, was das bedeutet hat real. Ne? Das waren die ursprünglichen Vorhaben bei Hartz V, die auch im Bundestag de facto dann beschlossen worden sind. Und was weiterhin als Vorhaben gesetzt war, man wollte eine sogenannte Vertrauenszeit 6 Monate einführen, wo Sanktionen nur bis zu 10% bei wiederholtem Meldeversäumnis anfielen. Also es gab nie einen Vorschlag, Sanktionen ganz abzuschaffen. Wurde oft falsch diskutiert, auch in den Medien. Und nach diesen 6 Monaten der sogenannten Vertrauenszeit sollte es dann Sanktionen bis zu 30% geben. Erster Schritt 20, dann 30. Woher kommen die 30%? Rum die 45 oder 25? Ja, weil das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, mehr als 30% darf man nicht kürzen. Also das, die haben sich am Bundesverfassungsgerichtsurteil faktisch orientiert. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat übrigens nie gesagt, dass man sanktionieren muss. Komme ich da nochmal drauf zurück. Ne? Immer bezogen auf den Regelbedarf, die Kürzung. Also es sollte auch weiterhin Sanktionen geben. So, was hat dann die CDU-CSU gemacht? Im Verein mit der AfD ist klar, aber entscheidend war die CDU-CSU. Sie hat gesagt, nö, diese Vorschläge finden alle gaga, die gehen viel zu weit, viel zu wenig Sanktionen, viel zu hoher Vermögensbeitrag und so weiter und so fort. Also machen wir eine Blockade im Bundesrat. Vorher ist schon die SPD zurückgerudert und Bündnis 90 Die Grünen haben dann detaillierte Vermögensnachweise eingebaut in ihre Konzeption. Bisher war die Regel, beziehungsweise auch bei Corona, Vermögensnachweise, ich erkläre, ich habe nicht mehr als 60.000, dann war gut, wurde nicht nachgeprüft. Das sollte detaillierter gemacht werden, hat die SPD schon aufgrund der Androhung gemacht. Dann wurde Angemessenheit bei Heizung eingeführt, also nicht mehr die tatsächlichen Kosten in der Karenzzeit zu übernehmen, Kosten, Unterkunft und Heizung, sondern die angemessenen Heizungskosten. Jede Kommune bestimmt ja auch, was angemessene Heizungskosten sind. Nicht nur für die Wohnung kalt, sondern auch für das, wie man sie beheizt. Das war also schon der erste Rückschritt, den sie vorgenommen hatten. Und was kam dann aus der Vermittlung heraus und warum gab es überhaupt eine Vermittlung im Bundesrat? Dazu muss man wissen, diese Änderung bei Hartz IV zu Hartz V sind Bundesrat zustimmungspflichtig, weil sie auch die Länder und Kommunen betreffen von bestimmten Ausgaben. Und es geht nur, wenn faktisch die Mehrheit im Bundesrat diesem Gesetz, was ja im Bundestag beschlossen worden ist, mit diesen Regelungen, die ich vorher nannte, im Bundesrat zugestimmt wird. Und das hätte aber vorausgesetzt, dass die Grüne, FDP und SPD plus der Linken gemeinsam die Mehrheit hätten in der Zusammensetzung des Bundesrats. Wenn man sich die vielen Schwarzen hier anguckt, ne, das läuft ja dann so, wenn hier Nordrhein-Westfalen, also eine schwarz-grüne Regierung ist und die Schwarzen sagen, wir wollen das nicht, dann enthalten die sich bei der Abstimmung. Enthaltung ist eine Nein-Stimme. So läuft das im Bundesrat. Und dadurch hat die CDU-CSU eine Blockademöglichkeit gehabt im Bundesrat, dieses im Bundestag bereits beschlossene Gesetz zu blockieren. Dann passiert Folgendes, wenn das so ist, und so war es ja vom Prinzip, dann wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt von den beiden Gremien und dann einigen die sich auf irgendwas. Und das ist dann in der Tat dann das Gesetz geworden. Sie haben die Vertrauenszeit gestrichen. Also es gibt ab sofort 10, 20, 30% stufenweise Sanktionen. Also Vertrauenszeit gibt es nicht mehr. Vermögensfreibetrag wurde auf 40.000 bis auf 15.000 gesenkt. Danach, nach dieser Karenzzeit, die übrigens nur noch ein Jahr beträgt, dann auch noch 15.000. Und das betraf die Karenzzeit sowohl Kosten der Unterkunft und Heizung, nicht 2 Jahre, sondern nur ein Jahr und Vermögensfreibeträge. Das ist das sogenannte Vermittlungsergebnis gewesen. Und jetzt kommt aber eigentlich das Wichtigste an diesem ganzen Vortrag. Wie ist das politisch vonstatten gegangen und was könnte eigentlich ein Grundeinkommen daran ändern, an dieser seltsamen Konstellation, was da rausgekommen ist? Ihr erinnert euch, Vergleiche gab es noch und nöcher. Vollzeit lohnt sich nicht mehr, sagt eine Jobcenter-Mitarbeiterin. So ungerecht ist das neue Bürgergeld. Da wurden Rechnungen aufgemacht, die gezeigt haben, dass die Bürgergeldempfänger, also Hartz-IV-Empfängerinnen, faktisch dann genauso viel Geld hätten wie einer, der in der unteren Einkommensschicht Erwerbseinkommen hat. Und das ist ungerecht. Das ist wie, was ich schon oft erlebt habe, wenn ich mich denn schon mal in ein Taxi setze und ich sage dann, okay, wie sie einkommen, das hat Hartz-IV-Niveau. Ne? Dann vergleichen sich die Bürgerinnen und Bürger, die Erwerbseinkommen haben, mit dem, was angeblich ein Harzer bekommt.
und stellt fest, die liegen ganz auf der Hängematte, ich sitze ganz auf dem Bock und maloche und habe faktisch so gut wie nichts in der Tasche mehr. Ne? So, die Berechnungen waren natürlich alle gefaked, die waren alle falsch, selbst in großen Wirtschaftsforschungsinstituten, politisch-ideologisch natürlich bedingt, alle falsch. Aber sie haben gewirkt, nämlich im Sinne, dass ich eine Neiddebatte aufmache und die Spaltung der Gesellschaft, und zwar vermittelt über das sogenannte Lohnabstandsgebot. Man muss wissen, das Lohnabstandsgebot gibt es bei der Berechnung von Regelbedarfen schon lange nicht mehr. Das ist gestrichen worden, das gab es ehemals im Sozialhilfegesetz, auch Hartz IV, ist gestrichen worden, mehrere Jahre schon, gibt es also nicht mehr, was die Bestimmung der Regelbedarfe betrifft. Existenzminimum hat nichts damit zu tun, wie weit der Abstand zu niedrigen Erwerbseinkommen ist. Das ist gestrichen worden. Aber in den Köpfen der Leute und im Denken ist es hochpräsent. Der Taxifahrer vergleicht sich eben mit dem Harzer und sagt, der sitzt den ganzen Tag in der Hängematte und ich muss mal lochen. Verständlich, ne? Leistungsprinzip, ganz klar. Das Ziel solcher Lohnabstandsdebatten, ob die noch gesetzlich vorgeschrieben sind, ob die moralisch implementiert, politisch-ideologisch implementiert sind, es geht darum, die Sozialtransfers so niedrig wie möglich und am liebsten noch repressiv zu gestalten. Weil dann kann man ja sagen, selbst wenn der fast so viel hat wie du als Taxifahrer, immerhin muss er sich ja vollkommen nackig machen, Bedürftigkeitsprüfung. Übrigens muss er auch noch jeden Scheißjob annehmen. Das sind sozusagen die Gründe, weswegen man das auch damit repressiv gestalten kann, so einen Sozialtransfer, und den gegenüber der Mehrheit der Erwerbseinkommensbeziehenden gut nach unten drücken kann. Und natürlich, man sagt ja auch nicht, den Lohnabstand tue ich dadurch erhöhen, indem ich die Erwerbseinkommen bitte höher gestalte, statt die niedrigen Sozialtransfers zu haben. Man argumentiert anders, nee, die sollen schon beibehalten bleiben. Also die 12 Euro Mindestlohn ist ja der offizielle niedrigste Lohn. Das ist der Hintergrund. Und das habe ich trotz aller Fakes, die da verbreitet worden sind, und Falschberechnung, bewusste Falschberechnung, denn so blöd waren die nicht, wie sie sich gegeben haben, versuche ich das nochmal deutlich zu machen, auch mit der bestehenden Regelung. Und dann gleiten wir langsam in Richtung Grundeinkommen rein. Na, das wäre jetzt der Durchschnitt, hat man vorhin schon 920 Euro, Hartz V-Beziehender, Regelsatz 425 Euro im Durchschnitt. Kommt mal auf 927 Euro netto. Wenn ich einen Regelsatz 502 Euro nehme, ich 600 Euro KDU, das ist so etwa Dresden wahrscheinlich oder so größere Städte, also nicht kleinere Städte, wo die Kosten der Unterkunft und Heizung niedrig sind, sondern so etwas über dem Durchschnitt sozusagen, kommt man schon auf 1200 Euro netto als Hartz V-Beziehender. Und jetzt guckt man sich mal einen Mindestlöhner an, das ist die niedrigste Grenze des Mindestlohns, ne, bei uns in Deutschland, der 170 Stunden im Monat malocht, Lohnarbeit leistet, der kommt auf dieses Brutto und auf diese 1488 Euro netto. Das heißt, der Unterschied in der jetzt bestehenden Regelung, nicht gefegt, sondern richtig berechnet, liegt bei 386 Euro. Bei diesen 600 Euro Kosten Unterkunft und Heizung. Wenn der hier 800 stehen hätte, wie in München, gleich nochmal 200 Euro weniger, wären es nur 190 Euro Unterschied. Das ist hier zum Durchschnitt die 561. Was ich damit sagen will: bedürftigkeitsgeprüfte Transfersysteme, die nur bestimmte Leute bekommen, Menschen bekommen, haben immer das Problem, sich vergleichen zu müssen mit den unteren Einkommen, über Erwerbseinkommen, und haben immer ein Problem quasi zu sagen, was? Ich kriege nur 390 Euro mehr gegenüber dem, der den ganzen Tag faul rumliegt, Bier trinkend, irgendwo rumsteht, und ich muss 170 Stunden arbeiten und kriege eigentlich nur 386 Euro mehr. Und muss meine Fernsehgebühren selbst zahlen. Genau. So, also das Lohnabstandsproblem besteht voll weiter. Ich habe das dann nochmal bezogen auf die Situation 600 Euro Kosten Unterkunft und Heizung gemacht für alleinstehende Personen. Na, diese Person Hartz V hat dann eben 502 Euro zum Leben im Monat und der Vollzeitarbeitende hat 888 neben den 600, die er für die Miete abdrücken muss. Also hier auch wieder die 386 Euro. So, und das ist das grundlegende Problem, weswegen man de facto immer, wenn man bedürftigkeitsgeprüfte Transfersysteme hat, die sich über den Lohnabstand vergleichen mit unteren Einkommen, immer de facto in Richtung niedrigere und repressive Sozialtransfers hineinfällt. Wir können das nochmal weiter treiben. Die Parität hat berechnet, eigentlich müsste der Regelsatz 725 Euro sein. Jetzt nehme ich wieder die 600 KDU dazu, komme ich auf das 1325.
gegenüber dem, der hat 1488. Da ist der Lohnabstand nur noch, wenn ich die Regelbedarfe ordentlich berechnen würde. Ordentlich heißt, Klammer auf, nach den geltenden Prinzipien, die Einkommen, die unterste Einkommensschicht 15%, davon die Ausgaben und davon abgeleitet die Höhe des Regelbedarfs. Können wir dann nochmal diskutieren, wenn das jetzt zu schnell ging. Also die sind auch noch viel zu niedrig davon abgesehen. Aber selbst wenn ich diese mangelhafte Berechnung und höhere Berechnung der Regelbedarfe von Wohlfahrtsverbänden zugrunde lege, komme ich nur noch auf 163 Euro. Das heißt im Umkehrschluss, eine Erhöhung der Regelbedarfe, die wirklich in die Richtung der Angemessenheit gehen, in Richtung Armutsgrenze, Armut wirklich zu entschärfen bzw. auszumerzen, kollidiert noch viel stärker als der jetzige Ist-Zustand, kommt nämlich noch dieser Abstand raus. Ich wiederhole nochmal, einer, der den ganzen Tag in der Hängematte liegt, Volksdenken, und einer, der 170 Stunden im Monat malocht, hat dann einen Unterschied in dieser Höhe, wenn ich halbwegs ordentliche Regelbedarfe annehmen würde. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das wird nicht eintreten. Weil die mediale politische Kampagne, wie sie jetzt gefahren worden ist, noch viel schärfer ausfallen würde mit diesen realen Zahlen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann meinen Artikel so überschrieben, dass faktisch bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen nie aufgrund dieser Situation dazu führen können, dass man zu ordentlichen, nicht repressiven und zu ordentlichen existenzsichernden Regelsätzen zum Beispiel kommt. Und die Lösung liegt auf der Hand. Das Grundeinkommen, was wir schon immer ahnten. Weil eben dann, ich habe das mal am Beispiel der BAG Grundeinkommen Die Linke hier gemacht, das kann man auch mit anderen Konzepten machen, das ist nur ein Beispiel. Na, weil dort wäre zum Beispiel das Grundeinkommen 1350 und das käme mit dem Mindestlohn ja kombiniert dann zusammen, als zusammengezählte auf 2319, hängt mit der höheren Steuern, die man Erwerbseinkommen haben muss. Das zusammen hat man faktisch dann nur noch einen viel höheren Lohnabstand, nämlich von fast 1000 Euro gegenüber den jetzigen 390 Euro. Also diese Argumentation zu sagen, dass ich in der Bevölkerung ein Grundeinkommen durchsetzen kann, lautet, ja, jetzt hast du bedürftigkeitsgeprüfte Leistung, dort hast du niedrige Erwerbseinkommen, oder Mindestlohn, was ein niedriges Erwerbseinkommen ist, aber kein Niedriglohn. Und die stehen sich gegenüber und vergleichen sich. Beim Grundeinkommen ist das aber anders. Dort hat der nur Grundeinkommen als sein Grundeinkommen. Und der andere hat Grundeinkommen plus sein Erwerbseinkommen. Und damit ergibt sich ein bedeutend höherer Lohnabstand. Das heißt, aus meiner Denke heraus, ich habe das einfach nochmal im Diagramm dargestellt, die verschiedenen Lohnabstände sozusagen. Aus meiner Sicht wird es nie dazu kommen, dass man mit bedürftigkeitsgeprüften Sozialtransfers in ordentliche Höhen und in ordentliche Repressionsfreiheit kommt, weil man hat die Mehrheit der Bevölkerung damit gegen sich. Nämlich die Mehrheit im Sinne von Erwerbseinkommensbeziehender. Und erst recht die eher im unteren Rand Erwerbseinkommen beziehen. Das heißt, die Parteien, die das verhindern wollen, dass bedürftigkeitsgeprüfte Transfersysteme entsprechend hoch genug sind und repressionsfrei sind, werden immer die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite wissen und gut gegen Felde ziehen können. Und genau das hat die CDU-CSU gemacht. Und sie hat mit der Lohnabstandsdebatte gepunktet. Sie hat nämlich erreicht, nicht, dass es niedriger wird, diese Grundsicherung, dieses Hartz V, das konnten sie gar nicht, weil das war per Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben, dass ich an die Inflation anpassen muss. Sie haben aber erreicht, dass es repressiver wird, also geringere Vermögensfreibeträge, mehr Sanktionen etc. etc. Genau das war der Sinn der politisch-ideologischen Debatte über den sogenannten Lohnabstand. So läuft Politik real und hat funktioniert, wie man sieht. Und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu dem 30% Sanktion. Da habe ich einen längeren Beitrag auf der Netzwerkseite zugeschrieben, nachdem ich dieses Urteil analysiert habe. Wer sich heute darauf bezieht, naja, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, 30% ist ja zu sanktionieren, missinterpretiert das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Es steht nur geschrieben, das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber, Bundestag, aber nicht die Inanspruchnahme extensioner Leistung an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn man nicht vorrangig selbst durch Erwerbsarbeit Einkommen sichert.
Und das ist entscheidend. Verwehrt es nicht. Also man kann quasi Sanktionen aussprechen. Umgekehrt, man muss es aber nicht. Also es steht nicht geschrieben, dass die Verfassung schreibt dem Gesetzgeber vor, du hast Sanktionen durchzuführen. Das heißt, mit diesem Urteil kann man ganz stark arbeiten und sagen, wenn ich dann noch die Bedürftigkeitsprüfung rausnehme, die Sanktion könnte ich rausnehmen, weil das ist nicht verfassungsrechtlich vorgeschrieben, wohlgemerkt. Es kann, aber muss er nicht machen, kann ich ganz stark in Richtung Grundeinkommen argumentieren. Das wollte ich nochmal mit diesem Urteil deutlich machen. Und aus meiner Sicht hätte man die Chance nutzen können, gerade mit FDP und Bündnis 90 Die Grünen, die alle beide in Richtung negative Einkommensteuer gehen. Und natürlich die Grünen eher in Richtung BGE und die FDPler eher in Richtung Grundsicherung. Hätte man über eine Höhe reden können, die wirklich um die 800-Euro-Regelbedarf liegt. Man hätte natürlich die Einkommensteuer individualisieren müssen, hätte das über eine Einkommensteuer, also eine Negativ-Einkommensteuer quasi konzipiert, diese Grundsicherung, und natürlich Sanktionen abgeschafft. Und wenn man das zusammennimmt, wäre man de facto schon beim Grundeinkommen gewesen. Kleine Stellschrauben. Steuerrecht individualisieren, damit Bedarfsgemeinschaften abschaffen, Höhe ordentlich klären, negative Einkommensteuer, da gibt es keine Bedürftigkeitsprüfung mehr, und Sanktionen abschaffen, wäre man beim Grundeinkommen gewesen. Das wäre die Möglichkeit gewesen, weil beide Parteien, FDP wie Grüne, in die Richtung negative Einkommensteuer denken per ihr eigenen Parteiprogramme und Wahlprogramme. Das war der Sinn jetzt der Aussage. Ich wiederhole nochmal zusammenfassend. Bürgergeld ist Hartz V. Bedürftigkeitsgeprüfte Sozialtransfers werden nie zu einer ordentlichen Höhe kommen, aus meiner Sicht, und nie repressionsfrei werden aufgrund dieser Lohnabstandsargumentation. Und drittens, man hat eine Chance verpasst. Danke der Aufmerksamkeit.